Der Europäische Rat hat sich in seiner letzten Sitzung auf ein Budget geeinigt. Das Budget für die Jahre 2014 bis 2020 wird geringer ausfallen als die Budgets der Jahre zuvor. Ich weiß, Sparsamkeit ist eine Tugend und viele sehen das als positiv. Man muss allerdings bedenken, dass gerade vom europäischen Budget ja ein Wachstumsimpuls ausgehen sollte. Und Konjunkturpolitik heißt, dass man in Zeiten der Krise sehr viel investiert, um neue Beschäftigung zu schaffen und die ganzen Länder aus dieser Krise herauszubekommen. Nun, das europäische Budget ist ohnehin sehr, sehr klein. 1% oder jetzt sogar weniger als 1% des europäischen Sozialprodukts. Es geht uns daher auch im Europäischen Parlament gar nicht um große Summen. Es geht uns um die Struktur dieses Budgets. Wird genug gemacht im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit? Gibt es genug für Forschung und Entwicklung? Gibt es genug zur Bekämpfung der Armut? Wie schaut es aus mit dem sogenannten Globalisierungsfonds, um jene Arbeitnehmer zu unterstützen, die durch die Globalisierung ihren Job verlieren? Das sind Dinge, die wir uns in den nächsten Tagen besonders anschauen wollen und wo wir neue Forderungen stellen, die sich allerdings in einem sehr begrenzten Rahmen halten werden. Was uns aber im Europäischen Parlament ganz wichtig ist, ist erstens einmal eine größere Flexibilität, sodass, wenn für gewisse Ausgaben das Geld nicht getätigt wird im Sinne der Erfüllung dieser Aufgaben, weil sich die Aufgaben erledigt haben, dass es dafür umgeschichtet werden kann in andere Ausgabenbereiche, die jetzt dann eine neue Priorität haben. Also es muss diese innere Flexibilität geben. Es macht keinen Sinn, dass bestimmte wichtige Aufgaben nicht erfüllt werden können, nur weil dann das Geld, das anderswo nicht ausgegeben wird, an die Finanzminister zurückfließt. Und zweitens, wir wollen nach 2 oder 3 Jahren eine Revision, eine Neubearbeitung des Budgetvorschlags, um zu sehen, dass bei erhöhtem Wachstum, wo es mehr Einnahmen gibt, auch für die einzelnen Mitgliedstaaten, dann auch mehr investiert werden kann. Denn alle reden immer von der Wettbewerbsfähigkeit, aber ich glaube, dass dieses Budget und dieser Budgetvoranschlag zu wenig darauf aus ist, die Wettbewerbsfähigkeit Europas im globalen Sinn auch entsprechend zu erhöhen und zu stärken. In diesem Sinn werden wir in diesem Parlament genau danach trachten, dass der Vorschlag, der jetzt von den Staats- und Regierungschefs kommt, verbessert wird, dass nicht einfach mehr Geld in das Budget hineinfließt, das ist uns im Großen und Ganzen bewusst. Aber die Struktur, die Aufgaben, die zu erfüllen sind, sind laut unserer Meinung nicht genügend berücksichtigt und die Flexibilität im Budget, um neue Aufgaben auch gut erledigen zu können, ist nicht vorhanden. Wir werden sehr ernsthaft diskutieren. Wir werden den Budgetvorschlag, so wie er ist, wahrscheinlich nicht annehmen. Wenn es einen neuen, besser verhandelten gibt, dann kann das unsere Zustimmung finden.